schöne blaue Donau. Schön, ach, zweifelsohne. Hier pflichten wir dem Walzerkönig bei, aber blau? Wir werden ihn im Auge behalten, den Mythos von der schönen blauen Donau. Aber jetzt treten wir erstmal in die Pedale auf dem beliebtesten Radweg Europas von Passau nach Linz. Wer lieber genüsslich statt sportlich unterwegs ist, geht mit dem Trend und leiht sich ein Elektrofahrrad. Das radelt sich fast wie von selbst, sozusagen mit Rückenwind aus der Steckdose. Der sorgt dann auch für genug Muße, um dem Zillenhafen in Wesenufer einen Besuch abzustatten. Sie stehen im unentwegten Dienst für den reibungslosen Pendelverkehr, die für die Donau so charakteristischen Radzillen. Die schnittigen Motorzillen dagegen möchten gemietet werden. Bis 6 PS braucht man kein Kapitänspatent. In Wesenufer werden seit 1739 Boote gebaut. Herr der Zille ist Anton Witti, Bootsbauer in 8. Generation. Gemeinsam mit seinen Brüdern, seinem Vater und seiner Frau fertigt er wendige Ruder- und Arbeitszillen, Ausflugsboote und natürlich Radfähren. Traditionell aus Fichten- oder Lärchenholz. Diese Zillen werden reine Arbeitsboote für die, wenn zum Transport von Gütern oder für zum Fischen, Berufsfischer. Man konnte bei diesen Booten durch den flachen Boden überall ans Ufer fahren, ohne irgendwelche Rampen oder Stege zu haben. Bei jedem Schoderstrand konnte man ans Ufer fahren. Und das war der Vorteil von diesen Booten. Frau Witti legt letzte Hand an die Lasur. So versiegelt wird das Boot zu einem langlebigen Gefährten. Aus Lärchenholz kann es schon mal deutlich älter als 15 Jahre werden. Wir schwingen uns auf unser Vehikel, nehmen den leichten Anstieg in Richtung Au dank des zuschaltbaren Elektromotors mit Bravour und geben uns ganz entspannt dem Fahrtwind, den sonnigen Streuobstwiesen und dem Gefühl der Vorfreude hin. Es dauert nie lange, dann geht es auch schon wieder bergab. Im verwunschenen Au, direkt bis zur Anlegestelle, wo die Radfähre nicht auf sich warten lässt. In der Fährsaison von Mai bis September geht es für die Freizeitpendler hin und her im Minutentakt für 2 Euro pro Person und Fahrrad. Die Überfahrt nach Schlögen ist eine willkommene Pause. Gelegenheit, die rege Betriebsamkeit der Königin aller Flüsse aus nächster Nähe zu bestaunen. Der Zillenkapitän ganz gelassen in aller Gemütsruhe geht's dem anderen Ufer entgegen. Radler, wohin das Auge schaut. Aber die Donau ist nicht nur ihr ausgewiesenes Paradies. Vom großen Fluss darf sich jeder auf seine eigene Weise mitnehmen lassen. Ein freundlicher Gasthof ist meist nicht weit entfernt. Bei Familie Reisinger wird herzlich und mitunter lautstark gegrüßt. Hier bläst der Wirt höchstpersönlich ins Horn, ins Nebelhorn. Die meisten Kreuzfahrer kennen den Salut der Reisingers und antworten artig zur Gaudi aller. Schade, dieser macht sich sang- und klanglos davon. Während es weitergeht, schweifen die Gedanken zurück zum Mythos Blaue Donau. Tatsache ist, sie ist grün. Eine Folge dunkler Zuflüsse. Pure Schönfärberei von Johann Strauss also. Sein Walzer ist ja letztlich auch ein Evergreen. Zur Abwechslung bringt uns diesmal eine Autofähre zur nächsten Etappe. Weil es so schön ist, wieder auf das linke Ufer, in das beschauliche Obermühl, das sich gleich doppelt auszeichnet. Zum einen durch eine Ladestation für E-Bikes. Die müssen wir natürlich gleich ausprobieren. Denn je nachdem, wie viel Einsatz der Fahrer bringt, ist nach 40 bis 80 Kilometern der Akku leer und muss an die Steckdose. Das ist kinderleicht. Für den Notfall und technische Details gibt es die ausführliche Gebrauchsanweisung. Geht
In Obermühl erwartet uns aber noch eine Attraktion, der Fischgasthof Aumüller. Hier gibt es, neben frischen Fischen, das für Oberösterreich so typische Getränk, den Most. Chef ist Erich Aumüller, seines Zeichens preisgekrönter Most-Sommelier mit hauseigener Produktion. Der Most ist ein Getränk aus Apfel oder Birnen oder zusammengemischt und vergoren. Es gibt da verschiedene Birnen, es gibt da Speckbirnen, Landelbirnen, im Gesamten über 200 Sorten. Und die werden bei uns gepresst und dann verarbeitet als Saft oder als speziellen Most, wie wir da haben. Ein spritziger Durstlöscher, der perfekte Begleiter für einen frisch gefangenen Donaufisch. Ja. Zander, Praxen, Rotaugen, dann haben wir eine Nase, das typisch ist für uns. Und speziell trockene Moste, Speckbirnen oder Landbirnenmoste, passen ideal dazu. Ein wunderschöner Tag. Nach so viel entspanntem Radgenuss jetzt noch ein echter Donau-Leckerbissen. Mahlzeit. Dankeschön. Zu Füßen des Pöstlingberges gibt sich Linz die Ehre. Die Stadt an der Donau, deren Motto Veränderung ist. Und damit kennt sie sich aus. Denn wo sich heute eine bunte Kulturstadt breitmacht, dominierte noch vor wenigen Jahrzehnten unter einer grauen Dunstglocke die Stahlindustrie. Sie ist geblieben, wie auch die Pöstlingbergbahn, aber beide mit neuem Anspruch. Linz setzt auf Nachhaltigkeit. Aus Grau ist grün geworden und die historische Bahn schneller. In 20 Minuten ist sie auf dem Linzer Hauptplatz, dem weitläufigen Mittelpunkt der immerhin drittgrößten Stadt des Landes. Trotz des unentwegten Kommen und Gehens von Menschen, Bahnen und Fahrrädern hat sie sich mehr als nur ein Stück österreichischer Gelassenheit bewahrt. Über all dem wacht die Dreifaltigkeitssäule und erinnert an einschneidende Ereignisse und Umbrüche, an Kriege, Feuersbrünste und die Pest. Fast südländisch wird es in den hinter dicken Mauern versteckten Höfen und erstaunlich still. Für zu viel Stillstand hat Linz allerdings nur wenig übrig. Wir waren ja besetzt von den Amerikanern 1945 bis 1955. Und die Amerikaner sind mit den Jeeps gekommen und haben da Rallyes veranstaltet. Wir sind da raufgefahren, da waren keine Stiegen. Und da oben war das auch noch ein bisschen anders rundherum und haben da Rallyes veranstaltet. Das hat man natürlich nicht geschätzt. Und daher wurden dann die Stiegen hier gebaut. Linz eben immer wieder anders. So auch das erfolgreichste Kulturprojekt der Stadt. Dorthin führt die beliebte Einkaufsmeile, die Landstraße. Und dann geht es immer Richtung Himmel. Zum Höhenrausch über hölzerne Brücken, die Dächer mit Kirchtürmen verbinden und Wege weisen zu neuen Dimensionen und gewagten Perspektiven. Ein Rausch der Sinne, der die Fantasie weit schweifen lässt, um sie wieder einzufangen und zum Verweilen einzuladen. Bei unserem Besuch standen die Naturkräfte im Mittelpunkt der experimentellen Installationen. Wasser und Luft als Inspiration für neue Erfahrungen. Eine Portion Wagemut gehört eben immer dazu. Linz hat es vorgemacht. Ideenreichtum und Engagement haben seit den späten 70er Jahren aus der Arbeiter- und Industriestadt mit mäßigem Ruf eine blühende, zu Recht selbstbewusste Kulturstadt mit großem Freizeitangebot und hohem Erholungswert gemacht. Beweis für ihre Attraktivität sind nicht zuletzt die stetig steigenden Besucherzahlen. Bei so viel kreativem Elan kann man gespannt abwarten, welchen Herausforderungen sich die Stadt im Höhenrausch in der Zukunft stellt. Ihr Leitspruch "Linz verändert" bleibt auf alle Fälle Programm über und unter ihren Dächern.
Aber zum Glück ist manches so geblieben wie eh und je. Die Hofbäckerei von Fritz Rath in der Pfarrgasse und die Zutaten für die Linzer Torte. Das Gebäck, für das schon gekrönte Häupter schwärmten. Auch wenn die Monarchie längst abgeschafft ist, Hofbäcker Fritz Rath hütet die süße Versuchung mit Hingabe. Es gibt sehr wohl Tortenrezepturen, die sind wesentlich älter als die Linzer Torte, aber die sind nicht bekannt oder nicht so bekannt. Warum die Linzer Torte so bekannt ist, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt das Geheimnis ja in der Riebiesel, sprich Johannisbeermarmelade. Die ursprüngliche der Linzer Torte eine spanische Mandeltorte war, denn auf den dementsprechenden spanischen Bildern sieht man Torten, die so ähnlich aussehen und auch mit diesem Gitter drauf. Das unverwechselbare Markenzeichen der Königin aller Torten. Übrigens gibt es eine sehr nette Verbindung zwischen Kaiserin Elisabeth und der Linzer Torte. Kaiserin Elisabeth war eine fanatische Sammlerin von Linzer Tortenrezepten. Anscheinend liebte sie Linzer Torte, denn es gibt auch einen Briefwechsel mit ihrer Tochter Valerie. Und da schreibt Kaiserin Elisabeth: Freue mich schon wieder, wenn ich dich in Lambach besuchen kann, denn du hast so gute Linzer Schnitten. Wen wundert's, dass Sissis strenger Diätplan beim Duft von Zimt und Mandeln zumindest gelegentlich durcheinander geriet. Was sind die schönsten Dichterworte gegen eine Linzer Torte? Vergessen ist der Talienumfang. Puh, was sind da schon ein paar Zentimeter mehr? Kulturstadt Linz, Bogenschlag zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Im Ars Electronica spielt sie darüber hinaus Zukunftsmusik. Forschung, Bildung und Kunst, wie wirkt sich das eigentlich auf den Menschen aus? Das zu erläutern ist ein anspruchsvoller Auftrag. Der Museumsleiter Andreas Bauer erklärt, wie. Wir zeigen hier oder wir möchten hier mit unseren Besucherinnen und Besuchern diskutieren über gesellschaftliche Entwicklungen, über Auswirkungen von Technologie, über Kunst, Technologie und Gesellschaft, um dieses Spannungsverhältnis einfach sichtbar zu machen, welche Auswirkungen diese Technologien zum Beispiel auf ihr persönliches Leben haben werden, haben können. Was können intelligent gesteuerte Prothesen leisten? Dies ist eine Aufforderung, Neuland zu betreten, um es spielerisch zu verstehen. Welche Auswirkungen auf die menschliche Psyche hat das Berühren eines künstlichen Wesens? Woher kommt die Welt? Woraus besteht sie? Was ist Quantenphysik? Das Ars Electronica gibt die Möglichkeit, sich schwierigen Inhalten im Experiment zu nähern. Teilchenforschung tatsächlich zu verstehen, das bleibt Nobelpreisträgern überlassen. Es ist hier unsere Aufgabe, natürlich auf Versuch, auf ganz einfachen Mittel zumindest einen Ansatz zu geben, was denn zum Beispiel in CERN in Genf geforscht wird. Eine ganz wichtige Komponente spielen unsere Infotrainer in diesem Zusammenhang. Weil Tafeln, Videos sind die eine Geschichte, aber die Kommunikation von Mensch zu Mensch, indem ich jemanden habe, der mir das erzählt und erklärt und auf meine Fragen eingeht und mich dort abholt, wo ich bin, ist einfach der beste Weg in unserer Meinung. Ein faszinierender, menschenfreundlicher Ansatz, das Universum zu ergründen. Hier im Ars Electronica kann man tatsächlich die Berührungsangst vor den technischen Neuerungen der Zukunft verlieren. Tradition und Innovation. In Linz liegen sie dicht beieinander. Eine Stadt am großen Fluss, die sich auch bei Kunstlicht betrachtet, der Herausforderung Zukunft geradezu glänzend stellt. Stift Engelszell, Gemeinde Engelhardtszell. Wetter windig mit Nieselregen, Laune munter bis heiter. Erste Orientierung für den sechsstündigen Fußmarsch nach Schlögen. Dort macht die Donau die bekannte Schleife, eine der landschaftlichen Sehenswürdigkeiten am Donausteig. Auf wie geht's für unsere sympathischen fünf? Hinein in den Wald und vorbei am idyllischen Kösselbach.
Auch wenn die Wanderung aus alpiner Sicht eher leicht verläuft, gutes Schuhwerk ist unverzichtbar. Ja, da riecht es nach Schwammerl. Denn wo es nach Schwammerln, sprich Pilzen riecht, ist es gerne feucht und rutschig. Das Etappenziel liegt knapp 600 Meter hoch. Nach dem kurzen Warmlaufen, also gleich ein strammer Aufstieg durch das Naturschutzgebiet Kösselbachtal. Verirren ist so gut wie ausgeschlossen, dank der guten Beschilderung. Bei Atzersdorf ist das Schwierigste geschafft und soll laut Routenplanung mit Weitsicht in alle Himmelsrichtungen belohnt werden. Ausgerechnet heute ist der Vierviertelblick wolkenverhangen. Das bisschen Wetter tut der Freude aber keinen Abbruch. Zeit, um Wandererfahrungen auszutauschen. Du hast doch den ganzen Steig einmal gemacht, oder den Donausteig? Ja, da war so eine Challenge, war da mal ausgeschrieben, den Donausteig. Und da bin ich von den ganzen 460 Kilometer, 365 einmal gegangen in 12 Tagen. Ja, war ganz interessant, weil eigentlich kennt man ja nur die Donau unten, das Donautal. Ja. Aber dass da über die Hügeln eigentlich viel schöner ist, als wie im Donautal unten, das habe ich erst da kennengelernt. Die Berge sind zwar nicht so hoch, also über 800 Meter geht es eh nicht hinaus, aber man muss es so einteilen, weil es kommen manchmal 1000, 1200 Höhenmeter schon zusammen. Eine sanfte Hügel- und Wiesenlandschaft, die für Freizeitwanderer rechts und links des Weges viel Abwechslung zu bieten hat. Das Ziel fest im Blick, geht es weiter. Ein kurzer Plausch unter Frauen ist natürlich immer drin. Heuer war es ein gutes Obst. Ja. Heuer sind es Wahnsinn für Äpfel, Birnen, Zwetschgen, alles. Ja, teilweise läuft es schon ein bisschen weniger, weil es so trocken war im Frühjahr. So, jetzt geht's wieder bergab. Der Weg nun wieder abschüssig, die Stimmung steigend und leicht gespannt. Das Ziel rückt näher. Aufpassen. Das Wetter spielt mit, gnädig bis wohlgesinnt. Ui, das ist der versprochene Ausblick. Auf halbem Weg zwischen Passau und Linz hat sich die Donau in Millionen von Jahren durch das harte Granitgestein gewunden und musste dafür eine 180-Grad-Kehre in Kauf nehmen. Er strömt ja nicht ganz schnell jetzt. Nee, so ganz langsam. Der Donausteig geht dann rechts und links der Schlögener Schlinge dichte Schluchtwälder an steilen Hängen. Der Fluss von seiner schönsten und ursprünglichsten Seite, hier im oberen Donautal. Klein ist es, das Wachauer Weinanbaugebiet, und die internationale Konkurrenz groß. Doch die 6000 Winzer verlassen sich auf ihr Können und haben den Wachauer Wein zu einer weltbekannten Marke gemacht. Die Besucher jedenfalls genießen den grünen Veltliner oder den Riesling in den Wachauer Qualitätskategorien Steinfeder, Federspiel und Smaragd. Die Reben hatten die Römer mitgebracht und im wohl ältesten Hof, dem Nikolaihof in Mautern, wurde schon vor 2000 Jahren gekeltert. Seit der Zeit nahezu ununterbrochen bis heute. Familie Saas hat sich auf ökologisch produzierte Weine spezialisiert. Wir stehen hier vor der weltgrößten Baumpresse. Sie ist 12,5 Meter lang. Der Stamm ist aus einer einzigen Ulme herausgehackt worden. Also der Baum muss gewaltig gewesen sein, wie er damals umgeschnitten worden ist. Man hat jetzt da den Presskorb und da kommen die Weintrauben rein. Also jetzt ist so hergerichtet, als ob man gleich zum Pressen anfangen könnte. Der Korb ist voll, der Deckel ist zu, das Holz ist alles aufgestapelt. Also jetzt fehlt nur noch, dass man den Stamm herunterlässt und zum Pressen anfangen kann. Zwei Tonnen vom Stein und die Hebelwirkung von diesen 12,5 Metern, die drücken dann alle auf die Weintrauben drauf und pressen wir das ganz aus. In diesen Presskorb passen ungefähr 6000 Kilo Weintrauben. Und um diese 6000 Kilo auszupressen, brauche ich natürlich dementsprechend viel Kraft.
Der Saft rinnt dann hier heraus über den Boden, der natürlich während dem Pressen blitzblank sauber ist. Der wird geschrubbt wie bei einem Schiff. Dann rinnt es vor in diese Rinne, in diese Holzrinne, in die Betonzisterne da vorne und dann durch einen Schlauch in den römischen Weinkeller hinunter. Ich bin der Meinung, dass eine alte Holzpresse noch schonender presst als die modernste neue Presse, die es gibt. Der Pressvorgang dauert 10 Stunden ungefähr, also die ganze Nacht, weil am Tag tut man die Weintrauben, also lässt man die Weintrauben erst. Und der Saft kommt hier blitzblank raus, als ob ich den Most schon filtriert hätte. Also wenn man da ein Glas drunter haltet und hineinschaut, dann ist es wirklich wie ein klarer Traubensaft. Da kommen keine Trubstoffe, keine Gerbstoffe mit und dadurch ist die Gärung dann viel sauberer und der Wein schmeckt dann natürlich auch besser und anders. Also mit diesem Keller haben wir wirklich ganz große Freude, weil der ist aus der Römerzeit. Also seit fast 2000 Jahren wird hier in diesem Keller Wein gelagert. Die Römer hatten den als Weinkeller gebaut, weil jeder römische Soldat hatte das Anrecht auf 2 Liter Wein pro Tag. Das heißt, die haben wirklich ganz tolle, massive, schöne Keller gebaut, um ihre Soldaten zu verköstigen. Die Römer waren ja ganz tolle Bauherren. Die haben das wirklich perfekt gekonnt. Der Keller ist zum Beispiel hochwassersicher. Wir haben hier kein Problem mit dem Grundwasser. 2002, das war ja ganz großes Hochwasser hier in der Wachau. Und rund um die neuen Keller sind alle untergegangen, sind abgesoffen. Und dieser Keller ist staubtrocken geblieben. Die haben das mit Lehm und Ton außen so gestampft, dass hier kein Wasser reinkommt. Die haben gewusst, ich wohne neben der Donau, ich muss was Gescheites bauen. Wenn man hier hinaufschaut, sieht man diesen neumodischen Beton. Das schaut aus, als ob das in die 50er Jahre irgendwann einmal zugeputzt worden ist. Aber die Römer hatten Beton, hatten Schalungstechnik, hatten Ziegelbrennereien und die haben das wirklich so gebaut, wie es jetzt noch da ist. Man sieht wirklich die Rillen von den Holzbrettern, wie sie es damals gebaut haben. Wie es fertig war mit dem Bauen, haben sie die Holzbretter verbrannt an der Mauer, dass es wirklich dann beinhart wird. Also wir haben auch genug Platz, um Weine sehr, sehr lange Zeit im Holzfass reifen zu lassen. Stift Melk, Benediktinerkloster seit 1089. Mit fast 500 Zimmern. Mit 30 Mönchen. Und knapp 900 Schülern. Die Kuppelhöhe 65 Meter. Und überall Gold. Kiloweise. ...3.553 Orgelpfeifen. Keine ungeschmückte Stelle. In der Bibliothek 100.000 Bücher und 2.000 mittelalterliche Handschriften. Übervolle Schatzkammern. Und Millionen Besucher aus aller Welt. Eine Demonstration des Glaubens und kirchlicher Macht.
Es ist eines der imposantesten Klöster Europas. Wenn sie blühen, früh im Jahr und nur wenige Tage lang, dann beginnt die Reisezeit in die Wachau. Die zarten Marillenblüten, die erste Frühlingswärme nach langen grauen Wintertagen und die fototauglichen Ausblicke lassen ein fröhlich-heimeliges Gefühl aufkommen. Die rund 150.000 Bäume entlang des Flusses sind Touristenmagnet und Einkunftsquelle, Wahrzeichen und Stolz der Region. Später im Jahr, zur Erntezeit im Juli, wenn die reifen Früchte süß und saftig an den Bäumen hängen, ziehen die Wachauer Marillen erneut hunderttausende Gäste an. Als Sorte geschützt und besonders im Geschmack müssen sie sorgfältig und behutsam vom Baum geholt werden. Die handgeflochtenen Spitzkörbe, die Zisteln, helfen, Bruchstellen zu vermeiden. Mehrere Zentner kann ein einziger guter Baum tragen. Doch nur die wirklich reifen Früchte werden gepflückt. Das Fallobst eignet sich hervorragend zum Brennen. Und alle helfen mit. Nur wenige wirklich unbrauchbare Marillen bleiben liegen. Schließlich leben die Familien vom Ertrag. Das heißt, tagelang immer wieder frisches Fallobst einsammeln und nachgereifte Aprikosen vom Baum zupfen. Es wird noch einige Monate dauern, bis die eingebrachte Ernte gebrannt werden kann. Und in einem mehrstündigen Verfahren aus feinen Marillen der bekannte Wachauer Marillenschnaps wird. Jetzt müssen wir aufheizen, bis das, die Maische kocht. Wenn der Kochvorgang beginnt, steigt der Alkohol auf. Der steigt hier auf, geht hier hoch, kommt in dieser Leitung herüber, fällt hier herunter und steigt hier über den einzelnen Boden wieder auf bis nach oben, geht in den Kühlung und kommt hier dann heraus. Ein komplizierter Prozess, der Geduld und jahrelange Erfahrung braucht. Und sie wird gefeiert, die Marille, beim alljährlichen großen Marillenfest. Mit allem, was die Frucht hergibt. Mit Marmeladen, Likören, Schnäpsen, Pürees, Honig, Knödeln und gefüllten Schokoladen. Der Höhepunkt der Saison. Die Wachauer Marille hat es hier in Krems sogar ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Als längste Marillentorte der Welt. Aufgegessen in nicht einmal einer halben Stunde. 40 Meter Kuchen, Meter für Meter. Während die kleine Marillenprinzessin an alle Besucher das Obst verschenkt, das die Wachau berühmt gemacht hat. Die Marille.